Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute. Herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Tormentum Dark Sorrow. Nö, Kingdom Come Deliverance. Ich spreche den Namen so gern aus. Jetzt geben wir mal, jetzt habe ich die Schaufel. Ich brauche nämlich eine Schaufel. Ich muss mal kurz schauen, wie schaut es mit Futtern aus. Auffälligkeit, Sattheit. Es geht eigentlich noch. Also ehrlich gesagt, ich bin nicht der, der die ganze Zeit immer nur isst. Ja? Nur weil er ein bisschen Hunger hat, Leute. Also auch in so Spielen und so. Ja, weiter geht's. Ich gehe zu dieser Linde. Werde auf jeden Fall einmal meine Eltern begraben. Ach, das wird jetzt so eine traurige Geschichte werden, Leute. Wieder einmal. Ja, schaut einmal. Es geht los. Haltet die Taschentücher bereit. Here we go. Es müsste normalerweise so ein extrem trauriges Lied kommen. Der Hund, schaut einmal. Wie heißt denn du? Also. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, pack den Bastard zu Brei! Vogel. Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Ja, Leute, los geht's. Ich werde verlieren. Oh, also ist das auch so eine Art Bossgegner bei dem Spiel, oder was? Aber. Darf ich noch einmal? Ich bin tot. Der hat einmal hingehört. Keine Chance, Leute. Das gehört dazu, glaube ich, oder? Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Bischek, du wirst sterben dafür. Das ist natürlich schön. Wer hat uns gesehen?
vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein könnte. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Ziegenficker. Hey, das ist Theresa! Hört auf mit den Spielchen. Ja, tschüss. Und weg mit euch, ihr Fett. Mutter Theresa, Theresa, alte Theresa. Herrn Ratzigs Schwert weggegeben, na toll. Oh. Hey, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ich glaube, der ist sauer auf mich, der Robert. Therese wird von der Victoria Hogan gespielt, okay? Der Istvan, Logan Hiller. Der Dan Brown, der Schauspieler ist Dan Brown, okay, von dem Robert. Quest abgeschlossen, Heimkehr. Na bitte. Das Erwachen. Ach du Schande. Was ist das jetzt? Rette deine Eltern. Ich träume gerade, Leute. Leute, ich träume gerade. Ich glaube, ich träume. Leute. Okay. Leute, ich träume gerade. Ich sollte da... Rossayan Bad, Rossi Döbe. Wie soll ich das jemals schaffen? Ja.
So, tot. Kann ich doch nie. Brauchst du Hilfe? Oh mein Gott. Ich mach solche Träume nicht. Ist doch schwer. Leute. Finde ich ganz gut gemacht. Muss ich gar nicht sein. Also. Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Theresa. Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Was? Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Ja. Danke. Super, danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Oh mein Gott. Leute, von einem Traum zum nächsten. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Okay. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thunberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Okay, also... Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Ah, Leute... Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Oh, ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Ich hätte bitte gerne einen Hamburger Royal GS, ja? Und noch später. Es ist so cool gemacht und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Besser. Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Ja. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Der Onkel? Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast.
Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Mhm. Also, der Onkel, das ist ja der Ratzig. Ne? Das ist ja der Ratzig, der Onkel. Wo bin ich? Ich liege schon viel zu lange her. Wo bin ich? Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach Peschek. Etwas Überredung auch dich. Ah, Peschek, doch nicht. Okay. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Nö. Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ja, der ehrbare Dieb Quest begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen. Unterhalte dich mit Müller Peschek. Der Peschek ist der Onkel von ihr. Gut. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. So, begib dich nach Pirkstein für eine Audienz bei Herrn Ratzig. So da, ihr Lieben. Nein, zu Hause. Die Rataya-Mühle ist nun dein neues Heim. Dort kannst du schlafen und in diesem Zuge das Spiel speichern. Auch deine Truhe befindet sich in der Mühle. Ihr Inhalt steht dir auch in anderen von den Gebäuden, bla bla bla. So, jetzt habe ich mein eigenes Zuhause eigentlich. Ich dachte mir ja erst, ich muss umziehen. Ich weiß, ich habe es ihr schon letztens vorher gesagt. Also aus dem Topf einmal essen. Ja? Ach Gott. Mein ganzes Inventar dürfte weg sein. Truhe, schau doch mal. Äpfel, Biancas Ring, die ganzen Birnen, Brennnessel, ich muss alles aufnehmen, Leute. Schau doch mal, alles. Mein ganzes Gewand, ich muss jetzt alles wieder einsammeln. Okay, Leute. Ja, meine ganzen Sachen aus der Truhe. Jetzt muss ich sie, schätze ich, einmal anlegen, ne? Ich habe nichts. Kann ich den anlegen? Ausrüsten, schau mal. Biancas Ring. Ich setze den aus. Auf. Edle Schuhe. So, zack. Beinlinge. Ja. Die Bundhaube. Grünes Hemd. Habe ich das schon an? Nö. Jagdhandschuhe. Lederwams, Leute. Ich muss mich komplett anziehen. Was ist leichter Garmison? Das macht aber mehr Geräusche. Okay, verbessert mich. Lederwams, wartet mal. Ah, okay. Grünes Hemd. Leinenkugel, was sind wir da? Leinenkugel macht Körperrüstung mehr und Auffälligkeit weniger und Geräusche weniger. Auf jeden Fall, Leute. Linsenbrei. Jetzt habe ich gelesen, Linsengeschrei. Schau, da hat er mal, das haben wir mal da. Rote Beete, roter Kapuzenschal. Charisma aber 3 weg. Also Türschlüssel, Verband, Zwiebel. Gut. So, ihr Lieben, jetzt habe ich meine ganzen Rüstungen wieder. Ja, na super! Aufheben, Brötchen! Ich darf nicht überlootet werden, Leute. Ich bin ja immer kurz davor, überlootet zu werden. Ich habe keine... Habe ich das Schloss knacken? Sehr leicht. Ich habe keinen Dietrich. Ja, das mit den Dietrich ist in dem Spiel schon ein bisschen doof, ne? In Topf geben. So. Ringelblumenaufguss. Nö, dann lasse ich mir noch den Ringelblumenaufguss. Ich habe das jetzt in der Gegenstand kochen. Was kann man kochen? Zwiebel. Gebratene Zwiebel, Leute. Schaut einmal.
Rote Beete koche ich jetzt. So. Ja, keine Ahnung, das mit dem Kochen. Das verstehe ich noch nicht ganz, das mit dem Kochen. Aber ja. Jetzt kann ich aber speichern, oder? Weil die Folge ist nämlich aus. Nö, ich kann gar nicht speichern. So, wir machen dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Denn ich muss jetzt da weitere Sachen machen. Hier in Riad, keine Ahnung. Leute, in meiner neuen Heimat. Und ich hoffe, da bleibe ich endlich mal. Nicht, dass ich schon wieder umziehen muss. Ja, wir sind nämlich jetzt genau da, wo der Ratzig hin verschwunden ist. Ja. So, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und da kommt jemand, den ich brauche. Ja, da ist ein Koch, oder wer ist das? Ja, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Macht's das gut. Game over. Euer Bulli Wulli. Ciao.